Willkommen zurück im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Epsilon Umgebung 2. Was du bereits kennen solltest, ist der Begriff der Epsilon Umgebung. Unser Ziel ist es jetzt, die Epsilon Umgebung einer Zahl auf der Zahlengeraden einzuzeichnen. So, wir würden jetzt gerne die Epsilon Umgebung der gegebenen Zahl a auf der Zahlengeraden einzeichnen. In Teil A der Aufgabe ist A die Zahl 2,5. Das ist hier. Und Epsilon ist 0,2. Wir wissen, dass die 0,2 Umgebung der Zahl 2,5 die Menge aller Zahlen ist, deren Abstand von 2,5 kleiner als 0,2 ist. Das heißt, es handelt sich um ein offenes Intervall. Und der linke Endpunkt ist 2,5 minus 0,2 und der rechte Endpunkt ist 2,5 plus 0,2. Das ist natürlich nichts anderes als das offene Intervall von 2,3 bis 2,7. Um dieses offene Intervall auf der Zahlengeraden einzuzeichnen, müssen wir zuerst die Endpunkte finden. 2,3 ist hier und ich zeichne einen Kreis, um anzudeuten, dass 2,3 nicht Teil der Epsilon-Umgebung ist. Und das gleiche für 2,7. Und jetzt verbinde ich die beiden Kreise durch eine Linie. So. Die rosa Strecke hier ist die 0,2 Umgebung der Zahl 2,5. In Teil B ist die Zahl a gleich 0 und Epsilon ist 0,05. Die Epsilon-Umgebung von a ist in diesem Fall die Menge aller Zahlen, deren Abstand von 0 kleiner ist als 0,05. Das heißt, es ist die Menge aller Zahlen, deren Betrag kleiner ist als 0,05. Und somit erhalten wir das offene Intervall von minus 0,05 bis 0,05. So, hier auf der Zahlengeraden ist minus 0,05 in der Mitte zwischen minus 0,06 und minus 0,04. Die Mitte ist circa hier und ich zeichne wieder einen Kreis ein. Dann finden wir 0,05 in der Mitte zwischen 0,04 und 0,06. Und wir zeichnen wieder einen Kreis ein. Und dann verbinden wir die beiden Kreise durch eine gerade Linie. Und diese rosa Strecke ist die 0,05 Umgebung der Zahl 0.